So, und Mein er Herr, muss auch wieder neue wir Truppen haben einen bekommen. ehrenhaften Sieg Eins, errungen. zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eins, zwei, nein, nicht eins, zwei, drei, sondern nur eins. Mein Herr, So, zurück in die Stadt. zurück. Und dann tauschen wir mal ein paar Schwertkämpfer oder ein paar Langschwertkämpfer gegen drei Templer. Ups, egal. Ja, sehr schön. Cool. Wieder eine Politische neue Einheit Übersicht. mehr. Eine sehr starke Einheit. Und jetzt sollte sich Preußen warm anziehen. Und Polen auch, wenn sie nicht den Friedensvertrag mal wieder annehmen. Sehr schön. So, also Preußen wird jetzt unser nächstes Ziel sein, damit wir die Ecke noch voll haben. Und dann holen wir von Tirol diese letzte Ecke. Wer ist er denn? Oh, Cordoba hat Krieg mit Schottland. Mal schauen. Handelspotenzial 254 und Schreckliche Schottland. Neuigkeiten. Euer König Könnte man ist drüber nachdenken. verstorben. So, und mal wieder ein Ich neuer stehe Earl, zu was natürlich Diensten, bedeutet, Hoheit. dass unsere Provinzen ein bisschen unzufriedener sind, da sich die Dynastie wieder ändert und Veränderungen mag niemand gerne und, und. Mal schauen, haben wir hier noch einen Steinbruch? Ja, den machen wir direkt mal weg. Politische Mein Herr, Übersicht. weil der Ja, mein auch Herr, für Unmut wir haben sorgt. feindliche Truppen in euren Und Landen dann wieder gesichtet. feindliche Provinzentruppen. Nein, feindliche Truppen in Provinzen. Politische Ich könnte Übersicht. jetzt auch Frieden mit Tirol abschließen, weil das ist eigentlich ein recht schönes Land, wenn wir das hier noch holen. Und ob Tirol sich jetzt hier noch was dazwischen erobert, ist eigentlich egal. Tribut verlangen, Vasallentum geht leider nicht. Ja, sie haben uns Geld gegeben, das ist gut. Aber wir holen uns definitiv noch das wunderschöne Preußenland. Ja. Die sind gerade sehr Guten unzufrieden. Tag, mein Ich Herr. weiß jetzt nicht, hatte ich in Österreich Möge den euch Herrn die Sonne hingeschickt? den Hatte Weg ich, weisen. okay. Politische Ja, Übersicht. Gehen wir jetzt aus den, ich sag mal, risikoreichen Provinzen tatsächlich Was raus ist euer Wunsch? und holen uns Hungern wir sie Mähren? aus? Ja, Ja, machen wir lagert mal. diese Ein Stadt. katholisches Königreich wurde aus der Kirche Politische verstoßen. Übersicht. Wehrt euch, schottisch an meinem Gott. Wurst. Ja, wir könnten mit Cordoba ein Handelsabkommen abschließen. Das ist eventuell etwas besser, aber die mögen uns zurzeit noch gar nicht. Wir holen uns jetzt erstmal Preußen. Also, Mähren von Preußen. So. Ich marschiere los. Wie gewünscht. Unterstützen. Ein weiterer ruhmreicher Lass Sieg, niemand mein die Lager Ach ja, belagert. wir sind drauf. Die werden sowieso jetzt gleich durch die Belagerung durchbrechen, weil sie glauben, das wäre besser. Eure Hoheit ist Wir gestiegen. haben Eine das hat sich weitere aber Stadt jetzt eingenommen. erledigt. Ah, jetzt habe ich neue Fähigkeiten. So. Ja. Endlich Peter wieder geht warmes zurück. Essen. Hat er auch neue Sternchen? Nein. Hier müssen wir als erstes, zum ersten Mal Politische Übersicht. bekehren. Ich weiß nicht genau warum. Das scheint das Heidentum zu Ich sein. grüße den strahlendsten Aber Herrscher der dann Welt. sehen wir mal was Möge Neues. Auch euch nach die Mähren. Sonne den Weg weisen. Bekehren geht gerade nicht, weil wir nicht genug Glauben haben. Aber eingliedern können wir schon mal. Das ist natürlich auch wieder ein Faktor, der uns unbeliebter macht. Also die fremde Religion. Hier, minus 5 sogar. Das Eingliedern hat jetzt auch nicht so viel gebracht, weil wir im Moment noch Dynastieprobleme haben, sag ich mal. Nun gut, schauen wir mal. Steuereintreiber, der kommt natürlich weg und das kommt auch weg. Und dann sind wir schon im Plus, beziehungsweise im Eine Minus. neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Rüstkammer. Wir bauen Ein jetzt erstmal neues Gebäude relativ wurde errichtet, entspannt. mein Herr. Wehe den Ungläubigen. Ein neuer Ich muss nur Kreuzzug, ab eine und zu mal neue auf die Nachrichten Konstruktion achten. wurde abgeschlossen, mein Herr. Ja, da brauchen wir noch Eine was. neue Konstruktion Wein wurde kommt weg. abgeschlossen, mein Herr. Eine neue Konstruktion wurde Und abgeschlossen, dann mein können Herr. wir auch unsere allseits beliebten Langschwertkämpfer machen. Aber es sind zu viele Leute da. Möge So, wir Gott versuchen euch mal die schützen, mein ganze Herr, Sache mit dem für eine Verkehr. weise Aber wir holen Entscheidung, erstmal ein Sternchen eure dazu. Hoheit. Das dauert jetzt deutlich länger. Hier habt ihr so eine kleine blaue Leiste, die fühlt sich natürlich jetzt schnell, weil ich ja auch die Geschwindigkeit hochgedreht habe. Und. Oh, Politische Wales? Übersicht. Wie ist denn Wales jetzt entstanden? Huch.
Na gut. Ja, wie gesagt, die Leiste füllt sich hier. Das ist sozusagen der Fortschritt, aber wenn die durch ist, heißt das nicht, dass wir die Provinz automatisch erobert haben, beziehungsweise bekehrt. Denn die kann sich quasi auch der Bekehrung widersetzen. Es ist uns gelungen, eine Provinz zu bekehren. Da habt ihr die Nachricht gehört, das geht auch andersrum, nämlich dass es dem Kleriker nicht gelungen ist. Und im Extremfall kann sogar der Kleriker sterben bei diesem Versuch. Aber das ist es wert, weil jetzt seht ihr, also gerade diese minus 5, die sind jetzt weg, Dynastie und Kriege natürlich auch, aber es ist einfach unangenehm, wenn man dann da noch einen kleinen Minuspunkt hat, oder 5 Minuspunkte, um genau zu sein. Das braucht man nicht wirklich beim Spielen. Politische Übersicht. Und ja, ist nicht gut, wollen wir nicht. So. Unser nächster Feind, also Tirol, ist ordentlich runtergehauen, sag ich mal. Die Machtverteilung der und Preußen ist komplett weg. Schauen wir mal, wir haben... Wehe den Ungläubigen, ein neuer Kreuzzug. Wir sind die mächtigsten, wir haben die meisten Länder, die höchste Militärstärke, sind nicht die reichsten und haben auch vergleichsweise geringe Einnahmen. Vermutlich einfach durch die Vasallen, die weggefallen sind. Das ist natürlich blöd. Ungarn hat die höchsten Einnahmen. Wer weiß warum. Aber wir haben die höchsten Handelseinnahmen. Dennoch sind das angesehenste Königreich, gefolgt von Ungarn, Venedig, Deutschland. Und wir haben nicht so glückliche Bürger. Warum auch immer. Ich sehe das eigentlich so mit minus 27%. Ist das recht hoch? Wieso ist hier denn eigentlich weniger? Ach so, da ist eine Silbermine, alles klar. Und in Schlesien ist sogar noch mehr. Interessant. Gut, schauen wir mal. Unsere beiden Eroberer sind da, unsere beiden Rebellenbekämpfer hier. Wir könnten natürlich jetzt doch noch Tirol ein bisschen weiter bekämpfen. Haben die noch Verträge mit... Nein, haben sie nicht. Dementsprechend können wir... Cordoba mal ordentlich Geld anbieten und ein Handelsabkommen. Okay, wollen sie nicht. Gut. Ja, wir sind auch noch quasi negativ. Ich beschleunige ein wenig und hoffe darauf, dass wir gleich ein Handelsabkommen mit Cordoba abschließen können, weil ich glaube, die sind deutlich besser als Schottland. Aus dem einfachen Grund, dass Schottland total klein ist. Schon. Wo sind die denn überhaupt noch? Okay, Moment, ich muss gerade mal schauen. Alster, das ist Cordoba. Wo hat denn Schottland noch Ländereien? Ja, das kann passieren. Plötzlich zerfallen alte Länder oder sehr lange existierende Länder und sind dann einfach weg, beziehungsweise mehr oder weniger weg. Da! 2 Provinzen. Na, Gratulation. Mein Name ist ganze Gold. Schauen wir mal, ob wir nicht jetzt schon was Besseres haben. Ja, Deutschland wäre zurzeit sogar noch besser, obwohl die auch nicht wirklich groß sind. Na gut, dann geben wir Cordoba mal noch ein bisschen Geld. Bieten nochmal ein Handelsabkommen. Sehr schön. Hurra, diesmal klappt und dann wird Deutschland glatt wieder entfernt und mit Cordoba. Na gut, das ist nicht perfekt. Das ist nicht perfekt, aber dennoch besser als alles andere. Für Gott und Ehre, ein neuer Kreuzzug. Ja, ich sehe jetzt auch nicht spontan irgendwie ein Land, was sich eventuell besser eignet. Das Handelspotenzial dürfte auch nicht größer sein. Novgorod ist sehr groß, aber das Handelspotenzial ist schlecht. Ja, also wir werden Cordoba einfach noch ein wenig mehr Geld geben. Dadurch dürften unsere Handelseinnahmen auch ein wenig steigen, einfach durch die durch die Beziehung. So, jetzt ist die Frage: Alster und Lannister. Schicken wir unsere beiden besten Eroberer da hoch und holen uns das auch noch? Cordoba können wir nicht erobern, aber Alster und Lannister wäre natürlich eine wunderschöne Erweiterung unseres Königreichs. Und ich glaube, das machen wir auch. Was ab nach Sachsen wieder mit beiden. Essen.
Endlich wieder so, was zu tun. Zurück unter den Schutz der Stadtmauern. So, also wir schicken tatsächlich jetzt beide nach Sachsen hoch. Werden über Wales, also über die Provinz Cambria, politische Übersicht, ehemaligen Wales, nach Ulster und Leinster und beides erobern. Wir holen uns das einfach. Tirol hat hier jetzt auch schon wieder was erobert. Ja, mein Herr. Soll uns aber egal sein. Rebellionen sind eigentlich wahrscheinlich nicht zu befürchten. Schau, wer sind sie? Nicht flott. Und gar nicht so viel lang wieder. Also diese Tribuchits sind nicht... Mal wieder eine Wahl. Gut, dann lass uns mal wählen. Wir sind der Mächtigste und der das Kalifat der Fatimiden dürfte nach uns direkt kommen. Gut, einer verzichtet, noch einer verzichtet und noch einer verzichtet und noch einer verzichtet und... Ergebnis. Ja, wir konnten wieder nicht die Wahl für uns entscheiden. Ich sag ja, wir müssen vermutlich komplett die Karte erobern. Ja, mein Herr. Um diese Wahl für uns zu entscheiden. Ich liebe das Meer. Ich glaube, das ist nicht Übersicht. Einfach. Die Machtverteilung der Herrschaftshäuser komplett gewählt zu werden, gerade weil die Fatimiden auch genau das zweitmächtigste Reich sind. Es wird wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass wir irgendwann auch gegen die in die Schlacht ziehen. Aber das ist nun mal einfach so. Politische Übersicht. Achso, da können wir beschleunigen. So. Politische Übersicht. Er ist bald da, dann schicken wir ihn gleich mal da. Ja, es wurde langsam Zeit, zack, von Bord zu gehen. Er ist jetzt dort. Ja, mein Herr. Und einmal schnell auf dorthin. Zur See. Und politische Übersicht. Wieder zurück in heimatliche Gefilde. Wo die beiden ja hergekommen sind auch. Wie lautet es wurde langsam Zeit, politische Übersicht. So. Dann sind sie bald da und dann erobern wir das. Eventuell noch in dieser Aufnahmesession. Das geht mir gerade echt auf den Nerv, dass wir so vergleichsweise wenig Geld einnehmen. Das ist blöd. Wir kommen jetzt nicht mehr über 100.000. Euer Gold, mein Herr. Ich könnte natürlich die Steuern erhöhen, aber das bringt es ja auch nicht wirklich. So, er zurück ist jetzt schon hinter da. Den Schutz der Stadtmauern. Wird nochmal voller Nahrung gepackt. Mein und Herr. Und der Peter sollte auch bald mal ankommen. Damit wir lasst uns den Proviant den anderen weiterschicken können. Und ruhen. Peter schicken wir erst los. Ich habe trotzdem den Eindruck, ja? Dass er etwas langsam ist. Ja. Los, unterwegs. Los. Wie lautet eure auf die Schiffe? Auf die politische Schiffe. Übersicht. So, und dann... Ja, mein Herr. Lasst uns am Land. Wie lautet euer Befehl? Lasst uns am Land. Zweite auch. Zack, mein Herr, und dann ein Bote ist Krieg angekommen. Leinster. Lasst niemanden hungert in die Stadt aus oder heraus. Politische so. Übersicht. Alster wird sich jetzt freuen über diese Aktion. Alster wird sich freuen, dass wir da jetzt erobern wollen, aber die werden sich nicht lange freuen. Politische Übersicht. Ich verstehe das nicht. Ich möchte mehr Geld. Mehr Geld. Geben wir den mal noch ein wenig, dann sieht das Plus zumindest wieder schöner aus. Ich bin aus. Bereit, Hoheit. Die Einnahmen sind recht hoch. Ich gebe jetzt auch mal unseren Earl ein Stimmchen. Eure Hoheit. Ich hoffe, wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Genau das habe ich nicht gehofft. Na gut. So, voll, voll, voll. Ist da tatsächlich kein Steuereintreiber? Sehe ich das jetzt richtig? Das Handfeld kann trotzdem weg. Ketten wir haben ein neues hin. Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Und dann wird da Besatzung reingesteckt. Zurück in die Stadt. Und getauscht. Der wieder aufgefüllt. Errichtet eine Verteidigung. Der macht sich erstmal ein Lager. Mein Herr, möge ein Gott euch schützen. Können den schon mal hinschicken. Oh. Wir sind dem Krieg. Prinz ist erwachsen. Krieg erklärt von Wales. Geschätzte Stephen, der König von Wales, hat sich an sein Bündnis mit Leinster und Audienz, Friedensvertrag anbieten, Tribut verlangen. Verdammt. Ich wollte Vasallentum haben. Politische er hat ein bisschen Übersicht. Spät reagiert, ne? Ach so, Leinster hat politische da oben erobert. Übersicht. Ach so, dann gibt's sie natürlich noch.